Herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2 im Koop-Modus. Und wir sind bei Part 9 und auch in Testkammer 9 von überraschenderweise 9. Mensch, tolle Sache. Glückseligkeit. Das ist heute unsere Zahl. Ja. Uns wurde Geld erstattet. Ich bin glücklich. Das musst du jetzt aller Welt erzählen. Muss ich jetzt aller Welt erzählen, dass Kabel Deutschland uns unser Geld erstattet hat wegen dieses schrecklichen Rumgeruckels. Ja. Ist ja nicht zu ertragen. Jetzt bin ich hier. Glibber. Was mache ich hier? Ich weiß nicht, ich habe Glibber. Du hast Glibber, ich habe gar nichts. Ja, aber du kannst doch jetzt hier durchschießen. Schieß doch mal hier unten. Mach ich doch schon, bin doch schon am Start. So. Huch. Zielen kann ich auch nicht. Okay. So, weißt du überhaupt, wo du den hinhaben willst? Ach, ich habe mal was ausprobiert. Okay, da ist ein Loch. So. Okay. Reicht. Okay. Weiß ich nicht. Doch, ein Knopf, aber ach, ist so da. Könntest du mir mal Portale schießen, damit ich hier wieder raus kann? Wobei, das ist unsinnig. Ich kann mir auch selber Portale schießen, damit ich hier wieder raus kann. Ich glaube, wir müssen den Glibber auf den Kubus machen wieder. Okay, ja. Ah, ich will aufhören zu hüpfen, Herrgott. So. Leg nur gerade wie. Also, wenn ich hier auf dem Knopf stehe, dann wird halt da unten eine weiße Fläche bereit. Siehst du? Hinter dir. Ja, ich seh's. Da müsste es rauskommen. Ja. Und weiter? Ja, aber wie machen wir, dass das da rauskommt? Weil eigentlich müsste ja währenddessen noch jemand auf dem anderen Knopf stehen. Auf welchem? Auf dem für den blauen Kleber, meinst du? Ja. Na, da kann ich ja drauf stehen. Das wäre nicht das Problem. Aber jetzt müssen wir jemanden haben, der Portale schießt, dass das da rauskommt. Ja, ja, ich weiß. Ich überlege gerade. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Also ich kann... Also ich kann hier oben hin ein Portal schießen. Das siehst du jetzt nicht, aber... Ja. Da. Da kann ich ein Portal hinschießen. Okay. Wenn... lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ja, das könnte klappen. Warte mal. Ja. Wenn du dein Portal dahin machst und dahin machst. Und oben, ja? Ja. Dein gelbes ist. Oben. So, und wenn du da jetzt durchfällst. Und bevor du in das hellblaue fällst, musst du... Ach nee, es geht nicht. Dann müsste ja jemand dastehen. Okay. Ich habe einen Knoten im Kopf gehabt. Das funktioniert nicht. Du Knoten. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, da. So, warte mal. Geht das? Nee, das geht nicht. Wo ist denn da ein Portal? Was bringt mir das denn? Das funktioniert natürlich nicht, weil das Ding muss ja umgedreht sein. Das ist ja kacke. Nee, das geht nicht. Hätte klappen können. Aber es bringt mir gar nichts, wenn ich da oben ein Portal hin machen kann. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, das bringt dir bestimmt irgendwas. Wir wissen es nur noch nicht. Ja, was sollte mir das denn bringen? Man kann da nicht durchfallen. Nee, da muss der Glibber raus. Achso, da musst du herkommen und mir die Portale schießen. Also, weil ich mir ein Portal da oben hin gemacht habe, komme ich hier nämlich nicht mehr raus. Okay, und wo muss ich die Portale hinschießen? Na, zum Beispiel dahin. Wo jetzt mein Held ist. Und dahin. Oder da, wo der blaue Glibber ist, wahlweise. Kannst du mich auch gleich hinschicken, wenn du willst. Okay. Okay. So. Oh, das war das Falsche. Dammit! Warte, Moment, ich muss nochmal zurück. Das war dumm. So. Und so, jetzt. Ja, jetzt kommt da blauer Glibber hin. Und wenn du jetzt rausgehst, kannst du den blauen Glibber...
weiterleiten. Ja, allerdings ist da, wie ich sehe, eine Dings. Hier. Hm. Mach einfach mal. Ich bleibe hier mal einen Moment stehen und überlege. Das Problem ist, ich muss ja selber auf dem anderen Knopf stehen und muss dafür durch so eine blaue Barriere. Genau, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Tja. Vorschläge? Also irgendwie ist das nicht unser Spiel. Ich sag ja, ich habe einen Knoten im Kopf. Und? Kannst ja genau, geh erstmal da hoch. Ah, so. Optimal. Gott, bin ich gut. Du bist. Wenn ich mal eine Idee habe. Ist der Hammer. Kann ich jetzt wieder rauskommen? Ja. Fürs erste Jahr, ne? Huch, ich werde vollgeschleimt. Ist der Kubus raus? Ja, irgendwo ist er. Da ist er. Ich fange ihn, ich fange ihn! Ich hab ihn! So. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, wofür diese weiße Fläche da oben gut ist. Nein, jetzt habe ich ihn fallen lassen, jetzt habe ich ihn fallen lassen! Damit! Okay, Entschuldigung, Moment, ich. Nein, ernst? Ja, ich kriege ja, das ist ja schon wieder neuer. Ich hole ihn, ich hole ihn, ich hole ihn. Komm her, komm zu Mama. Da, hab ihn. Nein. Jetzt überleg du dir mal was. Über da durchkommen mit dem Kubus? Ja. Genau. Wenn ich ihn loslasse, ist er nämlich wieder weg. Ich guck mal kurz. Warte mal. Ah ja, wunderbar. Einfachste Lösung der Welt. Ja, aber. Ist der Wahnsinn. Problematisch ist jetzt, wir müssen den Kubus irgendwie sauber machen, weil sonst bleibt der niemals da drin liegen. Vielleicht macht der Laser ihn sauber. Halt ihn mal in den Laser. Okay, mach ich. Oder besser geht kaputt. Was macht der Laser? Der hat die Plattform über dir runtergefahren. Auf die Höhe, dass man da ein paar. Es ruckelt! Ist es? Es ruckelt! Ich kann nicht gucken. Wenn ich hochgucke, ist nämlich der Laser wieder. Weißt du? Okay. Hallo? Entschuldigung? Hörst du mich? Ich nehme an, das heißt nein. Ah, da ist der Ausgang. Au! Ich kann mich nicht bewegen. Es ruckelt. Wo bist du denn? Nadja? Ja, ich habe gerade übelst die Internetprobleme. Ach, da bist du. Ich habe mich gerade hin und her und rechts und oben und plötzlich war ich ganz woanders, als ich eben stand und dann war ich weg und ich, es war furchtbar. Geronimo! Und wir haben immer noch das Problem mit dem Kubus, dass der Kubus nicht sauber ist. Ja. Aber da oben, da oben, da. Ja. Da müssen wir hin. Ja. Da ist eine weiße Fläche. Wenn du da draus kommst, geht das. Ja. Du musst also wieder. Unterbrechen. Du musst wieder da hoch. Ja. Und du musst mir aber vorher die Portale schießen. Ich kann dir die Portale nicht schießen. Ich habe den Kubus in der Hand. Wenn ich ihn loslasse, ist er weg. So. Ich halte erstmal den Kubus hier wieder rein. Ich muss erstmal wieder hoch. So. Genau, bist du oben? Ich bin oben, ja. So, ich kann jetzt an die eine Stelle des Portals ja nicht schießen, deswegen müsstest du die schießen. Kann ich Portale schießen, ohne dass der Kubus weg ist? Nein, kann ich nicht. Okay, ich lass ihn los, ja, auf deine Verantwortung. So. Und. Arsch. Ich fang ihn, ich fang ihn! Ich hab ihn. So, ich kann springen, ne? Ja, denk schon. So, Maike, jetzt treffen. Du schaffst es! So. Zack. Wunderbar. So, jetzt muss ich da auch noch hin. Mit dem Kubus irgendwie. Schatzili. Das geht ja nicht. Nein, das geht nicht. Aber das geht. Mein Gott, ich wurde angerufen und hab's nicht gemerkt. Da tropft Wasser. Jetzt geh doch mal dahin. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich komme. Ich, wo? Es ist weg. Das ist nicht mehr da. Was ist denn? Unter deinem gelben Portal. Er ist sauber. Wunderschön. So. Jetzt gehen wir da hoch.
Ah, halt. Eine. Ja, was vergessen. Geh mal hoch. So hochgehen. Da fall ich! Du musst noch mal herkommen. Lass den Kubus ruhig da liegen. Das klappt schon. Soll zu dir kommen? Ja. Wo bist du denn? Na, Jum. Jobin. Ah! Einfach herkommen. Meine Fresse. Bist du wieder runtergefallen? Wie ich denn so weit? Sehr schön, das ist nochmal. Langsam? Nein, langsam. Nein! Okay, alles ist gut. Okay, warte. Jetzt da, wo er raus muss, genau. Ja. Zack. Und zack. Ganz geschafft! Der Raum mit dem Prototypgehäuse ist am Ende des Ganges. Denkt daran, die Testkammer ging relativ schnell, wa? Sie hat das Licht ausgemacht, Nachtsicht aktiviert. Ah, Hilfe! Ich bin blind! Okay, Geheimnis. Meine Fresse. Sie hat das Licht wieder angemacht, Nachtsicht aktivieren! Sie aktivieren! Alter, Kinder, ey. Das war gerade gut. Meine Fresse. Sehr schön. Tja, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Da hoch? Wo? Zeig drauf. Ja, ja, könnte sein. Schubst doch nicht so. Oder da hoch. Da können wir auch mal hoch. Aber wie kommen wir darauf? Bist du jetzt da oben, ja? Ja. Wie bist du da hochgekommen? Naja, ich bin halt runter und durch das Portal dadurch. Diese mechanischen Geräusche sind sehr geil. Schön, ne? Achso, ja, das ist auch cool. So, jetzt, warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Da können wir auch was runterfallen, ja. Du musst mir jetzt Portale schießen. Wunderschön. Nämlich dahin. Ich bin hier unten. Schieß mir, hast du gesehen, wo du mir eins hinschießen sollst? Ja. Nicht wirklich. Dahin. Und dann noch dahin eins, bitte. Aber tiefer, ich komme da nicht durch. Ist da zu hoch. Kann ich da nicht durchlaufen. Zeitung. Viel besser, vielen Dank. Zack. So, mal gucken, ob das jetzt klappt. Zack. Optimal. Okay, ich folge einfach mal, ja? Ja, genau, folge mir einfach. Sehr schön. Steigern wir die Moral und geben unserer Elite-Truppe hier einen Codenamen. Benennen wir sie doch nach eurer Spezialität. Die ständig in Säure fallende Spezialeinheit. Das bin dann ich. Ich bin der, der immer in die Säure fällt. Damit ist die Motivationsansprache beendet. Danke. Also jetzt stehen wir vor einer Tür, die... Was? Ja, yeah, wir sind Tötungsmaschinen. Boah, die Blicke sind super. Hier werden sie mit unseren Portalkanonen werden wir sie ausschalten. Total. Hä? Oh mein was ist denn? Gott. Der Vogel lauft. Dafür habe ich keinen Plan. Abbrechen. Vergesst das Training. Lauft. Was macht ihr da? Warum lauft ihr nicht? Zurück. Sie hat jetzt die Kontrolle. Ihr seid keine Tötungsmaschinen. Das war gelogen. Lauft. Abbrechen. Mission abbrechen. Rückzug. 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 Ich habe euch gewarnt. Mission abbrechen. Rückzug. Oh mein Gott. Ist das Hammer. Oh nein. Wir haben verloren. Es ist aus. Das war knapp. Gut gemacht. Tötungsmaschinen. Wisst ihr, beim Vertreiben des Vogels aus der Anlage habe ich eben eine wichtige... Oh mein Gott, sie brütet eine Klonarmee aus. Zerstört sie und tretet sie kaputt und... Man kann nicht. Wartet. Ich weiß etwas Besseres. Bildet sie aus. Herzlich willkommen in der ornithologischen Brutstation von Aperture Science. Ja, das hab ich doch gesagt.
Ach, man hat euch im Stich gelassen, weil ihr wertlos seid. Wertlose, ungeliebte Vögel mit fetten, hässlichen Schnäbeln. Ich bin wirklich beeindruckt, dass diese riesigen Schnäbel in so winzigen Eiern Platz hatten. Ja, ich spreche mit dir, du Großschnabel, du so Matschbirne. Oh! Dad. Nein, ihr seid keine Matschbirnen, oder? Seht sie euch an, diese kalten Vogelaugen, die Klauen, die messerscharfen Schnäbel. Ihr seid ja richtige kleine Tötungsmaschinen. Ey, ich bin eine Tötungsmaschine. Ja. Schlaft jetzt, meine kleinen Killer. Ja, aber sie sind kleiner. Morgen habt ihr einen anstrengenden Tag. Vor allen Dingen, es sind nicht mal Raubvögel, sondern irgendeine Amsel oder was das war. Sehr schön. Die hatten Schaden, ey. Die Olle, ja, echt. Lauf, Mission abbrechen. Fand ich echt gut. Ach, jetzt lädt's wieder. Hm? Jetzt lädt's schon wieder. Hm. Erzähl mal was, wer der Ladebildschirm da ist. Ich kaue. Du kaust? Was isst du denn jetzt? Mauer. Sauerei und ich krieg keins? Eine Skola. Okay, das mag ich eh nicht. Wieso isst du denn sowas? War in meinem Adventskalender. Und du hast alles, was in deinem Adventskalender ist? Nein, nicht alles. Ja. Kann nicht. Ah. So. Was hältst du davon, wenn wir den Part mal aufhören? Finde ich total gut. Lass mal einschlagen, wir haben jetzt 9 Testkammern. Ja genau, dann können wir jetzt erstmal aufhören. Wir haben jetzt auch schon echt total den langen Part, ne? Total. Warte. Aber jetzt haben wir mal einen guten Punkt zum Aufhören und ihr wollt, ne? Total. Ich habe mehr Schritte als du. Ich habe doppelt so viele Schritte wie du. Ja, weil du ja auch nie aufhörst, rumzulaufen. Stimmt. Du bist immer nur am Rumhüpfen. Das ist so geil. Hüpfen zählt doppelt, oder? Guck mal, Hüpfen zählt doppelt, deswegen. Hüpfen zählt doppelt? Ja. Okay, hör mal auf. Wieder bist du sehen. Ich muss ihn aufholen. Da musst du lange hüpfen, um mich einzuholen. Das wirst du nie schaffen. Du Niete. Okay, mit diesem Bild einer hüpfenden Mina beenden wir dieses Let's Play. Ja. Adieu.